Morgen wieder Michael Main im Interview in der kleinen Audiodatei. Heute interviewt er Paul Brandenburg, einen der wichtigsten Akteure der alternativen Medienszene. Das Dossier. Brandenburg hat sich Reichweite erarbeitet. Bevor wir zu einzelnen Punkten kommen, mal die Einleitung des spannenden Interviews. Herzlich willkommen, Paul Brandenburg. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir beginnen, stelle ich dich kurz vor. Paul Brandenburg ist ein Grenzgänger zwischen Medizin, Unternehmertum und Publizistik oder ein Multitalent. Auf jeden Fall jemand, der sich auf vielen Gebieten versucht und fast immer erfolgreich ist. Er hat Medizin studiert und 2008 an der Charité promoviert mit der Bestnote summa cum laude als einer der ganz wenigen seines Jahrgangs, wie ich im Internet gelernt habe. Aus seinen Erfahrungen als Krankenhausarzt in der Schweiz und in Deutschland ist ein Bestseller geworden, Kliniken und Nebenwirkungen, erschien 2013 ein Mix aus Patientenratgeber und Systemanalyse, bei der es um den Spagat geht zwischen guter Medizin und Gewinn. Paul Brandenburg hat dann als Notarzt gearbeitet, in einem Pharmakonzern, bei einem Internetdienstleister und hat außerdem eine Plattform für Patientenverfügungen gegründet. Dem Apolut-Publikum dürfte er spätestens seit Frühjahr 20 bekannt sein, durch die Initiative 1 bis 19, durch öffentliche Kritik an Grundrechtseinschränkungen, durch eigene Medienprojekte wie den Podcast Nacktes Niveau, wo wir beide uns kennengelernt haben und wo wir uns eh schon immer geduzt haben, weswegen wir das auch in diesem Format beibehalten, durch die Online-Tageszeitung Schwarz auf Weiß, durch die Anrufschau, Show, sagt man wahrscheinlich, ne? Paul Brandenburg Live oder theplatform.net, ein Versuch, verschiedene Angebote der Gegenöffentlichkeit auf einer Seite zusammenzubringen. Paul, warum wird ein Arzt Publizist und Journalist, warum bist du mit Anfang 40 von der einen Seite zur anderen gegangen? Aus Notwehr. Aus Notwehr habe ich damals auch dieses Buch geschrieben, ehrlich gesagt. Und es ist schon ein bisschen beeindruckend, das alles so hintereinander zu hören. Man fühlt sich plötzlich alt. Aber danke für die positive Zusammenfassung. Aus Notwehr. Es war tatsächlich so, dass mir im Kliniksystem irgendwann der Kragen geplatzt ist und es mir den Spaß an meinem Job verdorben hat. Es konterkarierte den Zweck, aus dem ich das gemacht habe. Aber dann ging das ja schnell. Meine 2008 Promotion, 2013 das Buch. Normalerweise brauchen junge Menschen länger, um den Spaß zu verlieren. Es fing ehrlich gesagt schon vorher an. Ich habe meine Habil abgebrochen damals in der Medizin, weil eigentlich, ich habe ja tatsächlich mal seriöse Forschung betrieben. Das fiel mir dann auf die Füße mit Corona, denn ich kam ja auch forschungsmäßig aus diesem Feld. Da wusste ich dann leider etwas, was mich auf die Barrikaden brachte. Aber ich habe schon in dem System damals relativ schnell gesehen, ich passe da nicht rein. Das wurde mir dann auch klar bedeutet von den Verantwortlichen in der Klinik. Das ist querulantisch, wie ich hier frage. Das Auftreten sei nicht das Richtige. Ich soll erstmal Demut lernen und wurde noch intern versetzt sozusagen auf einen Strafposten von einer Klinik in eine andere mit der Ansage, ich müsse Demut lernen. Ich merkte also schon früh, ich bin nicht demütig genug für das deutsche Hierarchiesystem. Aber ein bisschen musst du es doch gekannt haben, weil wenn ich richtig verstanden habe, war dein Vater ja auch Arzt. Also musst du ja eine Idee gehabt haben, wo du da reingehst. Ja, aber tatsächlich hat der da wenig zu berichtet. Mein Vater gehörte zur ersten Generation an Ärzten, die in Westberlin ausgebildet wurden, an der FU damals. Das war vermutlich eine etwas andere Zeit. Also allererste Medizinergeneration, das Klinikum Benjamin Franklin wurde damals gerade aufgemacht. Ich nehme mal an, das war ein bisschen anders. Also da war wenig Vorwarnung. Dann war ich in der geschützten Werkstatt in meiner Forschungsgruppe da. Ich habe eine ganz grandiose Doktormutter, muss ich sagen, die eigentliche Person hinter dem offiziellen Doktorvater. Die hat wahnsinnig Spaß an der Forschung, ein spannendes Thema, es hat mir unglaublich gefallen. Und dann bin ich auf die klinische Realität geprallt und habe dann relativ schnell gemerkt, um Gottes Willen, das ist ganz anders. Deswegen bin ich dann auch geflüchtet in die Schweiz und bin eben vom deutschen Kliniksystem in das Schweizer geflüchtet, was dann auf den ersten Blick ganz anders aussieht. Auf den zweiten stellst du fest, dass die deutschsprachige Medizin, Deutschland, Österreich und der Schweiz, sehr, sehr ähnlich ist. Ich habe einen langen Text gefunden. Ich glaube, war es im Tagesanzeiger oder in der NZZ, also in einer der Schweizer Zeitungen, war ein langer Text über diesen deutschen Arzt, der irgendwie nicht klargekommen ist mit den Schweizern. Da kreuzten sich dann auch schon die Medien- und Medizinwege, weil ich da, was diesen Text angeht, das war nicht die NZZ leider, sondern der andere von dir genannte herausgegeben. Da habe ich dann auch gelernt, wie man mit Medien vorsichtig sein muss, weil da sehr schnell Zeug geschrieben wird, was du so gar nicht gesagt hast, um es eben etwas besser verkaufsfähig zu machen. Aber letztlich war es das Gleiche. Ich bin dann zurück nach Deutschland und habe
gesagt, gut, also wenn du die Wahl eh nicht hast, dann kannst du auch damit brechen. Aber vielleicht nützt es ja, wenn man darüber berichtet. Wenn man den Menschen da draußen mal erklärt, wie es wirklich aussieht. Es war etwas naiv von mir. Ich habe gedacht, das ändert vielleicht auch was. Na gut, immerhin hat man da schon den Publizisten und Journalisten gesehen, weil das Buch liest sich super. Es ist also für einen Arzt, weiß nicht, ob du... für einen Arzt, ja. Sagt der Kommunikationsprofessor, ja. Ob du da einen Ghostwriter hattest, aber es ist... Nee, nee, ich habe tatsächlich, mich hat eine Zeitjournalistin drauf gebracht. Damals mochte mich die Zeit noch. Ich hatte da auch eine Geschichte mit mehreren Protagonisten zusammen, die heute gar nicht mehr mit mir reden. Auch diese Journalistin spricht nicht mehr mit mir, auch die Redaktion nicht. Aber damals war ich der Gute, weil ich ja das böse Gesundheitssystem kritisiert habe. Von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die Interessanten. Ein interessantes Gespräch zwischen Michael Main und Paul Brandenburg, publiziert auf Apolut. Hallo, Frank Spilker hier von den Sternen. Ihr hört Radio Marabu mit Alternative Music. Von allen Gedanken schätze ich am meisten die Interessanten. Ein Schlager von den Sternen aus Hamburg. Tatsächlich, man glaubt es mir immer nicht, ich habe bisher keinen ärztlichen Kollegen gehabt, der mir unter vier Augen an irgendeiner Stelle sagte, ich hätte Unrecht mit dem, was ich öffentlich sagte. Gut, vielleicht liegt das an den Leuten, mit denen du sprechen kannst. Ne? Ja, wahrscheinlich die mich wirklich inbrünstig hassen, werden wahrscheinlich das Gespräch mit mir nicht suchen. Aber man trifft ja auch so im freien, auf der freien Wildbahn einfach mal Kollegen, mit denen das nicht geplant war. Bis hin zu den Pulmologen, zu den Immunologen der Charité selbst, kann ich dir sagen, nicht einer von denen hat mir irgendwie ins Gesicht sagen können, ich irre mich, ich lege falsch. Es war immer am Ende eine Frage von, im Sinne von Genosse, sind Sie für den Frieden oder dagegen? Es wird also immer das Argument gebracht, das ist eine Frage der Solidarität. Diese Erinnerung teile ich. Auf der Radio Marabu Archivseite sind nachhörbar die Corona-Nachmittage von Radio Marabu. Auch hier habe ich mit verschiedenen Ärzten gesprochen. Befürworter, Gegner, ging es ans Eingemachte, wich ein jeder aus. Das erinnert mich an einen interessanten Beitrag von der Deutschen Welle, unserem deutschen Auslandsfernsehen. Hier trafen am 3. Oktober aufeinander die Wissenschaftler Ulrich Mansmann und Sucharit Bhakti. Extrakte. Ich meine, was ich erwidern kann, ist der Punkt, dass wir vor einem neuen Anstieg stehen könnten. Die Mühen der Ebene. Der 3. Oktober ist der des Jahres 2020. Der Bericht ist noch zu finden auf YouTube. Einfach eingeben, Deutsche Welle, Sucharit Bhakti. Also ich gebe hier Herrn Bhakti absolut recht, dass eigentlich diese Massentesterei sinnlos und gefährlich ist. Also mit dem ersten Teil von dem, was Herrn Mansmann gesagt hat, bin ich natürlich, ich bin einfach glücklich. Denn wenn diese elende Testerei endlich aufhören wird, dann haben wir einen Riesenschritt Richtung Befreiung von Angst. Für mich der wesentliche Punkt. Immer war mir klar, mit Angst kann man keine Probleme lösen. Und wieder gibt Herr Mansmann recht. Ich gebe Herrn Bhakti recht, weil er sozusagen, wir brauchen erstmal die Zeit, um diese Sachen zu beobachten. Und die Beobachtungen haben begonnen, die Studien haben begonnen. Klare Zahlen liegen dazu noch nicht vor. Die klaren Zahlen. Natürlich. Ich plädiere dafür, dass wir zurück zur Normalität gehen. Das auf gar keinen Fall. Egal, ob wir Zahlen haben oder nicht. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, um auch klar werden zu lassen, wie wir uns als Einzelpersonen gegenüber dem Gemeinwohl aufstellen können und hier unsere Verhaltensregeln selber dann festlegen. Spannend, Herr Mansmann, das Gemeinwohl. Ich finde das unverantwortlich. Er meint das Verzichten auf eine Maske. Ich finde das unverantwortlich. Und? Also ich denke, in Asien ist dieses Tragen von Masken auch ein Zeichen von Respekt. Aha, zogen asiatische Normen ein. Ich kenne keine Studie, die einen Nutzen dieser Masken wirklich belegt. Mittlerweile ist auch im Mainstream belegt, dass sie nichts nutzen. Ich glaube, dem Zwang, das muss man sich nochmal gut überlegen. Ich würde für ein Verständnis werben, dass man mit diesem Maskentragen Respekt anderen und Schutz anderen gewährt und dass man eigentlich dadurch auch Verantwortung übernimmt. Eine interessante Argumentation. Schauen Sie nach YouTube, Quelle Deutsche Welle. Was Masken in jedem Fall getan haben, die Umwelt verschmutzt, wie unsere Kriege. Kann es sinnvoll sein, dieses Rationale irrational zu machen, beziehungsweise gemacht zu haben? Der Arzt lebt vom Vertrauen des Patienten. Arzt ist eine Rolle. Arzt ist zum großen Teil eine schauspielerische Frage. Da gehört der Kittel dazu, da gehört der Auftritt dazu. Dieser Titelfetisch. Ein Arzt ist ein Herr Doktor. Warum denn? Es ist mit der schwächste Wissenschaftler, wenn wir mal ehrlich sind. Die wenigsten medizinischen Doktorentitel taugen etwas. Aber der Patient will das, weil es eine Theaterrolle ist. Vertrauen ist das Wesentliche. Die Droge Arzt ist das Wichtige. Und wenn das Vertrauen beschädigt ist in die Ärzteschaft, in den Arzt, ist er wirkungslos. Ich kenne sehr viele Menschen, die kein Vertrauen
Vertrauen mehr zum Arzt haben. Nehme mich nicht aus. Schön dargestellt von Brandenburg, der Arzt als Rolle. Da sehe ich Dieter Borsche vor mir, der großartige Schauspieler, gerne Ärzte spielend in den 50er-Jahre-Schnulzen, in Liebesbeziehungen hineingehend wie in Gottesdienste. Das Dossier. Auch gut herausgearbeitet, die kritische Berichterstattung über die Pharmaindustrie. Man suche Berichte von vor 10, 15, 20 Jahren. Das geht offen deutlich über wüste Anschuldigungen der letzten Jahre hinaus. Das Dossier. Brandenburg selbst saß noch bei Sat.1. Du bist damals auch noch im Frühstücksfernsehen aufgetreten bei Sat.1, zu den Demo-Verboten Anfang September und dann kurz vor Weihnachten, als die mRNA-Stoffe eingeführt werden sollen. Hat es eine Rolle gespielt bei Sat.1, dass du vorher schon bei Gunnar Kaiser warst, bei Milena Preradovic warst, bei Oval Media warst? Also, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, ich will ja niemanden demonstrieren, der da hinter den Kulissen war. Die Verantwortlichen für diese Frühstücksfernsehensendung, die sind dann später bei Bild TV verantwortlich gewesen und sind jetzt mit von Frau Marion Horn, der neuen Vogue-Bildchefredakteurin, entsorgt worden. Also gehe ich mal davon aus, dass die Strippenzieher, diejenigen, die das organisatorisch geschäftlich verantworteten, mich recht gezielt gesucht haben. Ich bin in diesem Sat.1 Frühstücksfernsehen, als ich den Raum betreten habe, hörte der Pianospieler auf zu spielen. Das war wie in einem Western. Die Hände gingen langsam zum Colt und man merkte, die Luft ist zum Schneiden. Mir hat dann nach dem ersten Auftritt der Moderator dieser Frühstückssendung hinterher gesagt, der kam zu mir, beugte sich und war wirklich ernsthaft entspannt in den Gesichtern. Guck mir an, Sie sind ja gar kein Schlimmer. Ich nahm Brandenburg im Laufe des Jahres 2020 bei SNA, früher Sputnik, vom russischen Fernsehen war. Paul, Brandenburg steht uns nämlich, oder besser gesagt Ihnen, für Fragen und Antworten zur Verfügung. Die Kategorie hat auch schon einen Namen. Die wird heißen Doc Brandenburg, die SNA-Sprechstunde. Und da werden wir bei Zeiten nochmal Ihnen dann die passende E-Mail-Adresse geben. Und dann können Sie uns Ihre Fragen schicken und der Doc wird beantworten. Ich freue mich drauf. Ich auch sehr drauf. Einige Folgen wurden abgedreht von Doc Brandenburg, die Sprechstunde. Und da durften die Nutzer Fragen stellen. Eine nehme ich mal raus. Sandro schreibt, nach der Heinsberg-Studie von Professor Streeck wurde vom RKI im Mai 2020 eine ausführliche Antikörperstudie zur Ermittlung der Dunkelziffer der Durchseuchung in der Gesamtbevölkerung angekündigt. Danach hörte und las ich nie wieder etwas davon. Wurde diese Studie durchgeführt? Auf die Heinsbach-Untersuchung von Henrik Streeck folgte unter anderem die Rheinbach-Studie. Dort sollen in einem nahegelegenen Ort zufällige Haushalte ausgewählt werden und die Bewohner auf das Vorhandensein von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 untersucht werden. Sinn und Zweck ist tatsächlich, die Dunkelziffer zu ermitteln oder auch die Prävalenz in wissenschaftlicher Hinsicht, also die Anzahl der Menschen, die von vornherein, bevor wir mit Inzidenzen Neuinfektionen gemessen haben, die von vornherein bereits Kontakt mit dem Virus hatten, vielleicht diese Infektion unbemerkt schon durchlaufen haben, da wir nur so sagen können, wie krankmachend tatsächlich auf einer Gesamtbevölkerungssicht das Virus ist. Brandenburg wirkte damals auf mich sachlich und zurückhaltend. Ich bezeichne mich selten als Journalist, ich bin eher Publizist, denke ich, denn es gibt manche Formate, in denen arbeite ich dann journalistisch, da bin ich als Journalist. Ich verlange jetzt auch, in die Bundespressekonferenz zu kommen. Da drücke ich die Daumen, ich ergänze, ich bin auch noch Humorist. Ein deutlich zuspitzender Paul Brandenburg verwendet heute oft den Begriff Faschismus. Thema im Interview. Das Dossier. Du zeigst dem Publikum, was ist das für ein Mensch, arbeitest das heraus, du darfst zustimmen oder ablehnen. Meine Kollegen sagen, ich muss dir widersprechen und Haltung zeigen, wenn du das Wort Faschismus zum Beispiel verwendest. Ich finde nicht, dass ich Haltung zeigen muss. Ich finde das auch nicht. Ich denke auch nicht, dass das der Job des Journalisten ist, aber so wird das in der herrschenden Lehrmeinung mittlerweile gesehen. Ja, aber es ist falsch. Ja. Also ich finde, jeder hat irgendeine Haltung, jeder hat auch irgendeine Meinung, das ist das Billigste, was es überhaupt gibt, weil sie jeder besitzt. Und ich finde auch, es ist seriös, dem Publikum zu zeigen, wo die liegt, denn man ist entsprechend voreingenommen. Jeder hat die in irgendeiner Weise. Genauso wie man zeigen sollte, wo das Geld herkommt für irgendein Projekt, weil das beeinflusst auch. Aber dann ist es mein Job, mich auch zurückzunehmen. Mehr zu Macht. Die stehen auf Macht, deren Kokain es macht und nicht Geld. Die Menschen, die sehr viel Geld haben, sind in der Regel diskreter. Die sehen wir kaum. Die stehen da hinter den Kulissen, die bezahlen das. Die haben gar nicht das Bedürfnis, in der Öffentlichkeit zu sein. Hohe Mauern um ihre Grundstücke, damit sie nicht gefilmt werden. Die wollen gar nicht diejenigen sein, die da so... Journalisten sind da eher wie Politiker oder oftmals. Und auch da, das darf man nicht verteufeln. Man braucht eine gewisse Grundeitelkeit, einen Narzissmus. Ja, was bilden wir uns ein, dass wir so schön sind, uns hier filmen zu lassen und jemand guckt sich das Video an. Ja? Wir haben ja auch einen Unterhaltungswert dabei im Idealfall, sonst will man das gar nicht sehen. Das ist also ein Stück weit legitim. Aber guter Journalismus
kritisiert die Macht, der ist weg von der Macht, der versucht nicht heimlich über den Journalismus an die Macht selber zu kommen und später dann als Politiker dazu erscheinen. Also nichts ist doch schlechterer Journalismus als ein Herr Seibert, der erst der heute Journalsprecher ist und dann ist er Regierungssprecher von Frau Merkel oder die Spiegelredaktion. Der ist zweimal Schauspieler gewesen. Einmal hat er das gemacht, was ihm seine Redaktion aufgetragen hat und jetzt macht er das, was ihm die Regierung das aufträgt. Das ist oder mieser jetzt, Journalismus. Mittlerweile ist er ja Botschafter sogar. Ne? Es ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ja. Aber Journalismus hat die Macht zu kritisieren. Er hat fern zu sein von der Macht. Und Journalist, der gemocht wird von einem Mächtigen, der muss ein schlechter Journalist sein. Und jetzt haben wir eine Dimension, Kritik, Kontrolle, Abstand zur Macht. Ja. Gibt es andere Sachen, die guten Journalismus ausmachen? Ich finde ja Transparenz, das Offenlegen von Interessenskonflikten, denn die hat ja jeder. Ja, das ist ja eine glatte Lüge zu sagen, die hat er nicht. Und man nimmt sein Publikum dann ernst, wenn man diese Interessenkonflikte klar auf den Tisch legt. Nach meiner Erfahrung wieder kommt das wahnsinnig gut an beim Publikum. Die sind da alles andere als kleingeistig, missgünstig. Es gibt immer wieder jemanden, der sagt, diese Testzentren haben ihn völlig disqualifiziert, aber das ist einer von 100. Richtig, da gehe ich auch mal drauf ein. Brandenburg betrieb etliche Testzentren. Wir haben viele Zehntausende Tests gemacht im Hotspot, im angeblichen Corona-Inzidenz-Hotspot Neukölln. Das ist der Bezirk mit der höchsten Migrationsquote. Das ist der Bezirk, der immer wieder durch Polizeieinsätze in den Test kommt und der angeblich die höchste Inzidenz haben sollte, weil die bösen Migranten sind natürlich am stärksten schuld. Klar, schönes Narrativ. Sind sie nicht. Ich habe, und wir haben diese Tests alle lege artis durchgeführt, denn ich werde den Teufel tun, so blöde zu sein, da irgendwie zu pfuschen oder auch nur einen falsch abzurechnen, weil mir klar ist, dass ganze Behördenapparate dahinter mich überprüfen. Ich sage dir, das Land Berlin hat sich die sogenannten Inzidenzzahlen aus der Nase gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die sind frei erfundener Schwachsinn. Wir haben nicht ansatzweise diese angeblichen Infektions- und Inzidenzzahlen finden können, die behauptet werden. Eine klare Aussage aber nochmal zum Radikalismus. Es gibt immer einen, dem bist du nicht radikal genug. Wahrscheinlich gibt es innerhalb von ISIS noch irgendwelche Menschen, die meinen, dass ISIS insgesamt viel zu sanft umgehen würde damit. Und du musst dich immer entscheiden, wo machst du dann Schluss und was nimmst du dann noch mit. Und mein Anspruch für mich ist, transparent zu sein mit den Wegen, die ich da gehe, mit dem Geld, das ich verdiene und dem, was ich vertrete. Bisher kann ich in den Spiegel gucken. Ja, und ich kann mit der Kritik sehr gut leben. Geht mir ähnlich. Auch ich bekomme vieles zugeschickt von Freunden, was mich zusammenzucken lässt. Drum erarbeite ich Argumentationsketten gerne mit offiziellen Medien. Da ich all diese Zeitungen nicht regelmäßig lese, sondern immer nur, wenn ich drauf gestoßen werde und analysieren muss, ja. Ich muss ja. Das führt zur nächsten Frage gleich. Du hast gesagt, du hast ja mal einen richtigen Beruf gehabt. Wie sieht heute der Arbeitstag von Paul Brandenburg aus? Wie viele Stunden arbeitest du am Tag, um all diese Sachen auf die Beine stellen zu können? Ich arbeite seit vielen Jahren gar nicht mehr, sage ich immer, seit ich mich verselbstständigt habe. Das war schon meine Internetfirma, die ich aufgemacht habe. Betrachte ich das nicht mehr als Arbeit. Also ich glaube, wenn du das als Stunden aufschreiben würdest, sehr viel mehr, denn als ich früher arbeitete als Arzt oder als angestellter Arzt, weil es ja keine Grenzen mehr gibt. Das ist ja eine Selbstausbeutung, die man mit Leidenschaft betreibt. Das geht dir vermutlich nicht anders. Man reist ja, das vermischt sich immer privat und Arbeit 24/7. Ich habe dich auch etwas kennenlernen dürfen hinter den Kulissen. Dann haben wir zusammen vielleicht mal ein Glas Wein getrunken irgendwo. Und das ist, wo fängt die Arbeit auf? Wo fängt dann das Private an? Auch wieder die Gefahr, dass wir da keine Interessensnetze bilden und ich irgendwann mal geneigt bin, vielleicht den von mir sehr geschätzten Herrn Mayen irgendwo zu verteidigen, weil ich ihn einfach mag. Das ist immer ein Entspannungsfeld. Aber insofern, ich betrachte es nicht als Arbeit. Ich widme da dem mehr Zeit als je zuvor, muss ich sagen. Und es ist nah an 24/7, ja. Während ich schlafe gerade nicht. Aber es macht mir auch ganz furchtbar viel Spaß. Hier bringe ich ein, auch ich verwende viel Zeit für Informationsbeschaffung. Natürlich verschmilzt Arbeit und Interesse. Ich wirkte ja auch in einem politischen Beruf, der politische Bildung regelrecht erzwang. Zu DDR-Zeiten wäre ich Finanzrevisor geworden, hätte die ordnungsgemäße Verwendung des Volkseigentums überprüft. In Opposition zum Volkseigentum wäre das gar nicht gegangen. Wir bilden ja auch in den neuen Medien mittlerweile einen Club. Ne? Mittlerweile kenne ich Michael Mayen, dann wohnen hier in der Nähe noch andere, die man aus den freien Medien kennt. Ja, man muss ja aufpassen, dass man nicht selber wieder so ein Klüngel bildet, wie das die Journalisten mit der Macht ansonsten haben. Wie kann man das verhindern? Ich glaube nur durch Transparenz, indem man den Menschen offenlegt, wer kennt da wen wie gut, ja, sich offen finanziert und klar macht, wie die Geldströme da sind. Und ich versuche das eigentlich mit jeder Folge irgendwie zu machen und zu tun. Ja, und dann nicht irgendwelche falschen Eindrücke zu vermitteln. Unmissverständlich, auch ich bin mit Paul Brandenburg in dem von Dieter Dehm initiierten Friedensnetzwerk. Bei Mayen verbrachte ich einige Tage, wir unternahmen einige Ausflüge, sprachen über die Bayerischen Alpen. Wann ist dann Freizeit, wann ist Dienst? Von den Alpen in den Osten. Ich habe ja gerade eine Studie gemacht zu ostdeutschen Medienmenschen, wo die Frage stand, ob Menschen, die
in der Öffentlichkeit sind und eine ostdeutsche Sozialisation haben, ob die anders sind, ob sie andere Themen anfassen, anders mit den Leuten umgehen. Und eines der Ergebnisse war, dass genau das, was du jetzt beschrieben hast, für Ostdeutsche total wichtig ist. Also lieber mit Kollegen zusammenarbeiten, die man mag, als sehr viel Geld verdienen. Lieber in der Gruppe glücklich sein, als Karriere machen. Und all das hast du jetzt ja gerade skizziert. Das klingt also fast nach so einem konvertierten Ostdeutschen. Das nehme ich als Kompliment. Also wenige Menschengruppen, also die Ostdeutschen sind keine Menschengruppe, es gibt keine Ostdeutschen, es gibt Sachsen, Thüringer und in Schlesier. Ich habe neulich Görlitzer als Sachsen bezeichnet, das war schon ein Skandal, das in Schlesier. Da gab es dann Ärger hinterher. Ja, aber es gibt diese ostdeutsche Sozialisation, ja natürlich. Jetzt einen besseren Menschen, aber das schwingt so ein bisschen Sozialromantik damit. So der linke Michael Main, unterstelle ich jetzt, der sagt, das ist eine bessere, sozialere Form von Mensch. Gut und schlecht sind nie für mich Kategorien. Ich versuche einfach nur zu beschreiben und dann zu verstehen, warum es so ist. Und man kann natürlich dann Langzeitwirkung der DDR-Ideologie sehen, wo es ja immer eher um das Kollektiv ging, wo es immer eher um die Frage ging, was kannst du für das Ganze, was kannst du für die Gruppe beitragen und nicht, wie kannst du deinen Nutzen maximieren? Daran glaube ich nämlich eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass daran, wir erleben ja gerade einen Totalitarismus, einen Kollektivismus kann man auch sagen, der da propagiert wird. Da bin ich ein Gegner von. Ich bin sehr für das starke Individuum, für das unabhängige Individuum, das nämlich frei ist von dieser Unterwerfungstendenz. Und ich stelle mir ein Arbeiten in einem Team vor auf Augenhöhe, wo der andere wirklich unabhängig von mir ist. Wenn mein Produzent, mein Kameramann, mein Tonmann ein solides Geld bekommt, was er von mir auch einfordert und nicht von meiner Mildtätigkeit abhängig ist und wir ein Preisniveau in den freien Medien, also ein Minimalniveau beibehalten, dann ist der ja auch frei, jederzeit zu sagen, Brandenburg, du nervst mich, dich will ich nicht mehr, der muss von mir unabhängig sein. Jemand, der von dir abhängig ist, wird dich niemals kritisieren, das wissen wir. Ja. Und jemand, der das Bedürfnis hat, mit dir zu arbeiten, wird dir auch nicht aufs Gesicht sagen, da hebst du jetzt aber ab. Dann sind wir aber genau wie ARD und ZDF, ja, wo nur Klaköre hinter den Kulissen stehen. Unsere große Qualitätschance ist doch gerade, dass uns die Kollegen sagen, was quatscht ihr da für einen Unsinn, hört mal auf damit. Und das will ich unbedingt beibehalten. Hier sehe ich einen wirklichen Denkfehler von Paul Brandenburg. In DDR-Kollektiven war man Macht der gesellschaftlichen Verhältnisse. Gleich. Dadurch bekamen einfachste Arbeiter unglaubliche Macht. Meine Praktiken verbrachte ich in der VEB Modellkleidung. Selbst saß ich bei einem recht scharfen Parteisekretär. Unbeliebt war dieser. Klappte dann aber mal was nicht mit dem Material, erhoben sich die Frauen aus der Produktion. Heute undenkbar in dieser Art und Weise. Diese Frauen hatten Macht. Ein gutes Gespräch ist dann gut, wenn man sehr bereit ist, auch das andere anzunehmen. Ich freue mich immer, wenn ich mich nicht einige mit jemandem und wenn der andere auch Spaß daran hat, mir aber doch immer mal darzulegen von einer anderen Seite, wieso man das auch so sehen könnte. Denn am besten ist es doch, wir beantworten die Frage nicht final und überlassen das dem Publikum, das kann selber denken. Ja, die Dienstleistung besteht darin, die Argumente gut vorzutragen. Gerne gebe ich recht und komme nochmal auf die Sterne aus Hamburg. Hallo, hier ist Frank Spilker von den Sternen. Ihr hört die Sendung von Marcel Fischer auf Radio Marabu. Viel Spaß. Der von allen ist ein Ein interessantes Gespräch. Was noch fehlte, war Lernen mit Schlager. Das gab es hier mit den Sternen in der kleinen Audiodatei. Die kleine Audiodatei heute am Donnerstag, dem 14. Dezember 2023 aus Sachsen, Chemnitz. Gestern besucht, Weihnachtsmarkt Schwarzenberg. Auch mit Gruß an Julia Neigel, dort war es GEMA-frei. Ich stellte mir Fragen, trotz hoher Energiepreise gibt es Schwibbogenpflicht in Sachsen und wir empfinden unsere Neuankömmlinge das Land. Allein die Schreibweise Erzgebirg und Arzgebirg muss doch irritierend sein. Nicht irritierend war es beim Trödler, da war es gesichert. Hier nur Bargeld, ich will meine Freiheit behalten. Das war nicht nur gesichert, das war hochgesichert. Dort ein uraltes Gewürzregal entdeckt, wussten sie, dass man Zimt mal mit 2 M schrieb. Und noch besser, Kümmel auch. Leipzig, letzte Generation besprüht Weihnachtsbaum im Auerbachs Keller, am Hort der deutschen Kultur. Wie wäre es denn mit einem Mindestmaß an Bildung? Ein wenig Faust, 1 und 2, anstelle US-amerikanischer Klimaideologien, die zu derartigen Taten verleiten. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. In einer Sendung, die da hieß Farbe bekennen, bekannte sich ein, wenn Sie mich fragen, sichtlich gelangweilter Bundeskanzler. Er erklärte, die Schuldenbremse wird 2024 eingehalten. Gespart bei Klima- und Transformationsfonds, angehoben CO2-Preis, beendet Kaufprämien für E-Autos, Kürzung Solarförderung, Abbau klimaschädliche Subventionen, Verkauf Bundesbeteiligung, Sozialleistungen sollen
Polen bleiben. Give us a credit. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Die Finanzmittel für Kiew landen zu 90% beim militärisch-industriellen Komplex der USA. Frau Sacharowa. Zelensky will EU-Beitritt. Ungarn bekräftigt Skepsis. Die NATO erhöht das gemeinsame Militärbudget. In der Ukraine wurde das angegriffene Mobilfunknetz zum Teil wiederhergestellt. Und wieder da, Tschetschene Ramzan Kadyrov. Er hat das Kriegsende für nächsten Sommer vorausgesagt. Zitat, wenn ich die Entscheidungsgewalt hätte, wären wir in 3 Monaten fertig, es berichtet die Tagesschau. Die Verzögerung erklärte er damit, dass Kreml-Chef Putin den Militärs die Aufgabe gestellt habe, die ukrainischen Städte so wenig wie möglich zu zerstören. Gäbe es diese Aufgabe nicht, hätte man auch Kiew einnehmen können. Die klassische US-Kriegstaktik halt, Bombe, bis nichts mehr steht, jetzt auch zu beobachten in Israel. Nicht zuletzt deswegen hat die UN-Vollversammlung einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen verlangt. Das veranlasst Springers Welt. Richtig stellt man fest, 153 Mitgliedstaaten stimmten für. Die Resolution, also für den Waffenstillstand, 10 dagegen, 23 enthielten sich. Kritisiert wurde die Bundesregierung, sie hätte ein Nein verweigert, sondern sich enthalten. Symbolpolitik. 153 Mitgliedstaaten hätten dennoch dafür gestimmt. Infam der Blick auf die arabischen Länder. Weder Kairo noch die übrigen Araber wollen ihre Gleichgültigkeit offen bekunden, lieber verbergen sie ihre Kälte mit Hilfe symbolischer Gesten. Folgt man logisch dem Springer-Artikel, müsste man die UN, überschrieben ist er mit rationale Geister können die Vereinten Nationen nicht mehr ernst nehmen, abschaffen und mit ihr eine der letzten Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg. Dass man sich zusammensetzt und eine friedliche Lösung findet. Ein beeindruckendes Plädoyer für Krieg. Ich ergänze um die russische Sicht. Diese wird um militärische Angaben ergänzt. Russia Today, Quelle. Die israelische Regierung gab am Mittwoch nach einem Hinterhalt in den Ruinen von Gaza-Stadt die schwersten Verluste seit mehr als einem Monat bekannt. Auf palästinensischer Seite wurden mittlerweile mehr als 18.000 Menschen getötet. Die Kämpfe in den Trümmern des Nordens. Hier hatte Israel behauptet, seine militärischen Ziele erreicht zu haben, sind verschärft. Zur Abstimmung der Vereinten Nationen. Nur noch 2 EU-Staaten, Österreich und Tschechische Republik, stimmten gegen die jüngste UN-Resolution. Ungarn wechselte zur Enthaltung. 7 EU-Staaten zum Ja, also für einen Waffenstillstand. Zumindest in Sachen Mathematik erscheint mir die russische Sicht befriedigender. Wetter. Es wird wieder milder, wohl bis zum Fest. Machabu. Alternative Music.